Oh hello, was geht ab, Leute? Hunger? Jetzt mit dem Abschlussvideo der Tour, dem Fazit, dem Vergleich, allen Gedanken, die ich noch über die Tour habe, die ich noch loswerden will. Und natürlich der Statistikvergleich vorher, nachher. Jetzt sind ein paar Tage vergangen, also dementsprechend muss noch ein bisschen was abziehen. Ich habe eine Raid-Tour gemacht. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen gedrückt davor, weil ich habe so viele Sachen. Ich wollte das irgendwie organisieren und überlegen, was packe ich da alles rein, aber ihr wisst, spontan Beste. Dementsprechend erstmal die Tour. Erstmal Shoutout. Die Shoutouts gehen raus. Ich kann jetzt nicht alle auf einmal grüßen, also alle einzeln, weil das würde einfach 20 Minuten dauern. Ich könnte einfach nur ein Video hochladen, wie ich alle Leute grüße. Die wichtigsten Grüße, die müssen rausgehen an Orki. Die Tour war nicht gesponsert, aber die haben mir was gesponsert für die Tour. Die haben mich ein bisschen ausgestattet, Kopfhörer waren am Start. Mit denen konnte ich dann während der Fahrt die ganze Zeit Videos schneiden, ohne dass die anderen Leute gestört sind. Powerbank, eine richtig krasse Powerbank, also meine normale. Ich habe zwei, also jetzt habe ich drei, aber meine normalen zwei sind auch von Oki. Gute Powerbank. Ich muss mal demnächst irgendwelche Amazon-Links, Affiliate-Links da machen, damit ich da ein bisschen Geld von euch bekomme, wenn ihr auch meine Sachen klickt, die ich verwende. Das kommt demnächst irgendwann, wenn ich Zeit und Bock habe. Und natürlich die ganzen Kabel und so. Also vielen Dank an Oki. Ich hätte die wahrscheinlich ein bisschen öfters erwähnen sollen, aber trotzdem vielen Dank. Und dann, wie gesagt, ich habe mir überlegt, alle einzeln zu grüßen, aber es sind so viele Leute. Ich habe so viele geile Leute, nette Leute, sympathische Leute auf der Tour kennengelernt. Viele der Zuschauer, der Supporter, die immer in den Livestreams sind, die immer kommentieren, die mir immer zuschauen, habe ich jetzt mal in echt kennengelernt. Frau, Familie, Kinder. Ich kann jetzt nicht anfangen, Leute zu nennen, weil dann kommt's und dann vergesse ich irgendjemanden und dann fühlt sich irgendjemand gekränkt oder es dauert einfach zu lange, aber echt Grüße gehen raus an alle, die ich auf dieser Tour kennengelernt habe. Ich habe gerade einen Artikel gelesen über Influencer, bla bla, Marketing und sowas. Da hat so eine 2 Millionen Follower und sie konnte nicht mal 36 Shirts verkaufen. Sie hatte irgend so ein Markenprodukt und für ihre Kollektion, also ihre eigene Kollektion wollte sie starten. Und sie hätte einfach nur 36 Shirts verkaufen müssen. Und dann wäre ihre Kollektion gestartet, dann hätte das Projekt angefangen, gestartet. Und ja, sie hat das nicht mal geschafft. Übrigens, ich habe mehr Shirts verkauft als sie. Man weiß natürlich nicht den Zeitraum, aber das freut mich. Vielen Dank, dass ihr meine Shirts kauft. Obwohl ich das sozusagen eigentlich nie werbe. Abgesehen davon, dass ich es halt selber trage. Einfach nur, weil ich es geil finde. Ah ja, da sollte ich mich auch mal ins Zeug legen und das ein bisschen besser vermarkten. Auf jeden Fall der Vergleich, das wollte ich nur erwähnen, weil Zuschauerbindung bei mir, bei uns, so krass ist und mich so überrascht hat. Und wie gesagt, es hat mich so gefreut, alle Leute zu treffen. Ich kann euch nur jetzt allgemein alle grüßen, aber seid gewiss, ihr werdet einen Platz in, nicht mal im Herzen haben, das ist übertrieben, aber in meinen Gedanken, in meiner Erinnerung, weil die Tour war eine Erinnerung fürs Leben. Das war ein Abenteuer fürs Leben. Viele haben mich gefragt auf der Tour, hey, wird die Tour, wird die Reise irgendwie gesponsert, übernommen? Digga, nein! Das war was Privates von mir aus, was ich mal in meinem Leben machen wollte. Das ist so, als würde ich dich fragen, hey, hat den letzten Urlaub von dir irgendjemand gesponsert? Du bist doch einfach nur in den Urlaub gefahren. Genauso war es bei mir. So in der Art Urlaub kann man das nicht nennen. Also es war ein privates, was Privates für mich. Habe ich ja öfter schon verglichen. Irgendwelche Deutschen, die nach dem Abi erstmal ein Jahr diese Backpack-Touren durch Südostasien oder Neuseeland machen oder Australien. Das war jetzt sowas für mich, um übertrieben gesagt mich selbst kennenzulernen und zu finden und so einen Schmarrn. Ich muss sagen, ich habe auch eine Menge gelernt für Pokémon Go. Maps, Telegram, dies, das, Aufbau, Motivation gefunden zum Grinden. Darauf kommen wir gleich alles noch. Aber auch persönlich für meinen Charakter habe ich da auch eine Menge gelernt, eine Menge Leute kennengelernt, die mir eine Menge gezeigt haben. Ist die Tour so verlaufen, wie ich es mir erwartet hatte? Nein. Sie war viel krasser, viel besser, als ich es mir jemals hätte erwarten können. Es gab natürlich Sachen, die hätte man verbessern können. Ich habe das jetzt alles relativ spontan geplant und gebucht und gekauft und man hätte das auf jeden Fall verbessern können. Wir schauen uns erstmal kurz die Statistik an. Ich habe hier erstmal eine Cognodon-Quest. Die war genau bei mir zu Hause. Und seitdem. Oida! Nein! Nein! Warte mal! Warte mal! 87, 100% Cognodon, live! Digga, laber nicht, Mann! Erste Quest, 100er Cognodon! Warte, kein Fangtrick. Erstmal Bonbons hier. Ihr seid live mit dabei, Leute! Erste Quest, bei mir zu Hause. Heute früh gedreht. Seitdem 25 Stops gedreht.
Laber nicht, Mann. 780, 100%. Nein. IV-Check. Bester Satz. KP, Angriff, Defense. 15. So leicht, so schnell geht das. Okay, läuft bei mir, Leute. Läuft. Der wird gemaxt für das Event. Saftig. Wie viel Bonus habe ich denn überhaupt? Ja, 74 Tor. So. Noch den kleinen Vergleich hier. Alter, wie geil ist das denn? Ich muss mich mal ein bisschen näher zum Bildschirm drehen. Ich hatte 166,8. Sagen wir 167, okay? Das ist mein Ding nicht an. 167. Und jetzt habe ich 182. Das sind 15,6 Millionen. Sagen wir 15 Millionen, weil ich war ja auf Raid Tour. Wobei eine Raid Tour bringt nicht so viel. Sagen wir 15,5 Millionen. 15 Millionen ist auf jeden Fall viel, viel weniger als erwartet. Und ich muss auch sagen, auf der Tour habe ich echt viel weniger gezockt als erwartet. Eine Menge Zeit mit Reisen verbracht, eine Menge Zeit mit den Zuschauern, eine Menge Zeit mit Sightseeing und so. Viele sagen jetzt, Hong, hättest du das mal später gemacht, Abenteuerwoche wäre richtig abgegangen. Aber nee, nicht richtig abgegangen, weil ich habe ja während der Zeit nicht so viel gezockt. Ich habe eine Menge andere Sachen gemacht und Zocken war echt Nebensache eigentlich. Ob das jetzt besser oder schlechter war, weiß ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Gelaufen. 9.845 hatte ich. Und jetzt habe ich 10.418. Das sind einfach 550 Kilometer, 560, 570, 573, um genau zu sein, in 3 Wochen. Gefangen. Ich hatte 183.000 und jetzt habe ich 193.000. Nicht ganz 10.000, 9.500 oder sowas in 3 Wochen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist die Anzahl, die ich gefangen habe. Gebrütet 3416 und jetzt habe ich 3515. 99 Pokémon habe ich gebrütet. Und das nur mit dem freien Inkubator. Stops gedreht. 142.781. Und jetzt habe ich 150.509. Fast 8000 Stops habe ich gedreht. Jetzt sein Partner draußen natürlich. Hey Hong, 8000 Stops mal 4000 EP. Das waren natürlich nicht immer neue Stops. Das waren auch sehr oft wiederholte Stops. Zum Beispiel Hamburg. Der erste Tag war halt alles neu und danach war ich ja noch 3 Tage dort, also das war alles alte Stops danach. Und außerdem dauert das Event ja nur eine Woche und das war ja das, was ich in 3 Wochen gedreht habe. Gekämpft, 3840 hatte ich und jetzt habe ich 31.814, also fast 1000 Kämpfe. Gefüttert, 55.831, jetzt habe ich 61.300 ungefähr. Ich habe versucht, nicht alles zu verfüttern und dann mit einer Menge Bären nach Hause zu kommen und die da hier zu verfüttern. Anderen, die ich auf Gold haben will. Verteidigungsstunden 40.886. 42.277. Quest 4.691 hatte ich. Jetzt habe ich 5.402. Um die 700 Quests habe ich da gemacht in 3 Wochen. Ja, die Medaillen mit dem Tauschen interessiert, glaube ich, keinen. Legendäre Raids. Wie gesagt, ihr müsst so um die 20 abziehen von der Raid Tour. 1458 hatte ich. Jetzt habe ich 1511. Wie gesagt, 20 abziehen, sagen wir mal. 1490, also 32 in 3 Wochen, ja. Ungefähr ein freier Raid Pass und dann hier und da mal was extra. Und das war's auch schon mit dem Vergleich. Ja, auf jeden Fall viel weniger als erwartet. Also eigentlich hatte ich vor, jetzt auch über die Städte und meine Erlebnisse und die ganzen Menschen zu reden und was ich daraus mitgenommen habe, aber ich glaube, ich mache hier einen Schnitt, weil sonst wird das Video zu lang. Und außerdem haben wir jetzt schon das Highlight mit dem 100er Cognodon. Ich glaube, das Video hier ist einfach nur 100er Cognodon fangen und der Statistikvergleich und dann das Städte-Ranking, meine Meinung zu den Städten und der Unterschied zu München und den verschiedenen Städten und was ich daraus alles so mitgenommen habe, das kommt dann noch in dem anderen Video. Euch viel Spaß, viel Erfolg mit der Abenteuerwoche. Meine Abenteuerwoche beginnt schon mal richtig heftig, richtig saftig, oder? Alter, ich kann es kaum fassen. Richtig geil. Jetzt fehlen nur noch ein paar Shinies und ich bin zufrieden. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Memes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab.
vergessen, Pokémon Serious Business.